Ach, das können wir auch wieder ernten. Das ist. Oh! Oh! Ich hab glatt vergessen, den Apfelbaum. Ups. Das war aber jetzt. Hoppala. Nein. Reicht das? Ja. Er lebt. Tue ich das hier gerade mal wieder befüllen. So. Dann ist das fertig. Aha. Machen wir das Ding da unten noch voll. Da haben wir 90 von den Flattermännern. Ich weiß zwar nicht, was ich mit 90 von den Dingern will, aber gut. Jetzt gleich gehen wir noch zu diesem Roma-Mann. Er will ja auch noch was. Er will ja von seiner Esmeralda hören. Ich fühle mich so erfrischt. Dann haben wir jetzt hier 4 Stück. Dann brauchen wir noch 4 Stück. Ah, ich muss hier noch einen Stein klein machen, ne? Ein mindestens. Weg damit. Polierter Stein. Polierter Stein. Und wer hätte es gedacht, einen polierten Stein. Ich glaube, noch einen brauchte ich. Shit, einer zu viel. War da nicht noch was, was wir brauchen? Ich weiß es nicht. Irgendwas brauchten wir noch dazu. Totes Pferd. Verkaufen. Schubidup. Jödele. Gehen wir gerade mal ein bisschen besuchen. Und ein bisschen ein paar Eier mitnehmen. Wer hätte gedacht, dass man so auf Eier hier steht? Na komm, wo bist du? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Da bist du doch. Klippe hoch und links. So. Deine Freundin ist frei. Ich habe mit dem Inquisitor geredet. Deine Freundin ist frei. Ich hatte also recht. Er ist wirklich dein Freund. Also musst du hier ziemlich wichtig sein. Erzähl mir doch bitte von Esmeralda. Wo ist deine Schwester? Vermutlich weit, weit weg von hier. Sie haben sie vor vielen Jahren auf das Schiff der Toten gebracht. Aber sie hatte doch ein Kind, oder? Ja, eine Tochter. Einst war sie mir ein Segen, doch nun verspüre ich nur Schande. Also ist sie am Leben? Ja, sie lebt, aber sie hat ihre eigenen Leute verraten. Sogar die Erinnerung an ihre Mutter hat sie verraten. Was hat sie getan? Sie hat das letzte Geschenk ihrer Mutter verkauft, ihre Erbschaft mit Füßen getreten. Und wofür? Für ihre Begierde, für ihre Dreistigkeit in der Stadt kennt man sie als Frau Anmut. Wir haben ihren wahren Namen schon seit Jahren nicht mehr ausgesprochen. Ja, Frau Anmut ist das Kind des, die Tochter des Astrologen. Ja? Das musste ich auch erstmal verdauen. Wer hätte das gedacht? Dum, 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 dum. Tja, Diggo. Dich brauche ich nicht mehr. Hehe. Könnte man die nur abernten, ne? Das wäre so schön, aber man kann es nicht. Könnte man so viel vergorenen Apfelsaft herstellen. Wunderbar wäre das. Ein Träumchen. Wegen Esmeraldas Kind. Esmeralda hatte eine Tochter. Meine Tochter, wo sind sie jetzt? Esmeralda starb vor vielen Jahren, aber ihrer Tochter geht es gut. Vielleicht hast du schon einmal von ihr gehört. Ihr Name ist Frau Anmut.
Unglaublich. Sie ist sehr talentiert. Ich habe sie einmal auftreten gesehen. Oh, ich fürchte, sie wird mich niemals akzeptieren. Ich habe ihre Mutter verlassen, bevor sie geboren wurde. Aber ich wusste nicht von ihr. Ich wusste, dass ich ein Esmeralda das Herz brechen würde. Aber es war zum Wohle der Wissenschaft. Was für ein Narr ich doch bin. Junger Mann, du musst mit meine Vorhut sein. Rede mit ihr. Finde heraus, ob ich noch eine Chance habe. Versprichst du mir dann, mir zu sagen, wo ich den perfekten Zaun finden kann? Absolut. Das wäre der glücklichste Tag meines Lebens. Ja, haben wir das auch schon. Ab nach Hause. Ah, ich habe ja noch die Eier. So. Blub. Habe ich mich gerade linksrum vorbeigeschlichen? Echt? Dum, dum, dum. So, was brauchte ich denn für die Brunnen? Ah, noch einen polierten Stein und zwei Werkzeuge. Okay. Alles klar. Ein polierter Stein. Da war ich doch gar nicht so verkehrt. Ja, das möchte ich mir hier nur mal hoch anrechnen, ja? Das war zwar selber mehr Glück als alles andere, aber... Ach, dann mache ich fix den Stein. Das Eisending habe ich ja sowieso. Hätte ich beinahe... Wäre ich ja wieder fast bei Null. Nee, nee, lass mal stecken. Kümmern wir uns jetzt so ein bisschen nebenher um Schlange. Werfe ich auch noch mal ein paar für neue Leichen ein. Ein paar Karöttchen. So, dum, dum. Was kann ich für dich tun, mein Schaf? Dum, dum. So. Dann bauen wir mal diese zwei Brunnen. Und ja, diese Brunnen sind echt imposant. Ah, seht ihr das? Wir brauchen sogar noch Schädel. So, Blutbrunnen. Das hätten wir schon mal. Wir brauchen noch 5 Schädel. Ne, wir brauchen mehr Schädel. Lecko funny. Blut. Ja, das wird noch krass aussehen. Das wird noch krass. Ich sage es euch. Ja, ich habe nur einmal zum Füllen. Aber dann kann man sich ja schon mal vorstellen, wie das aussehen wird mit 2 Brunnen. Dum. Da, da, da. Da, da. Und die bleiben auch gefüllt, ne? Das möchte ich hier nur mal sagen. Blub, blub, blub. Der wird auch noch gefüllt. Gruselig, 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 sag ich nur. So, dann müssen wir jetzt aber erstmal wieder ein paar Köppe holen. Runter mit der Rübe und so. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habe ich hier noch die Möglichkeit, eine Suppe zu... Hm. So. Das könnte man doch nehmen. Kürbissuppe. Aber davon kann ich immer nur eins herstellen. Das ist scheiße. Oder wir nehmen die Gemüsesuppe. Verpulen wir erstmal hiervon eins. Die leckere Gemüsesuppe. Hier wächst alles, wie es sein soll. Gucken wir gerade. Wieso habe ich denn... Oh nein, du hast es aus meinem Inventar gemobst, du. Oh, Kinders. Schön aus meinem Inventar gemobst.
Nur ein richtig schlimmer Bub, du. Nur richtig schlimmer Bub. Dann können wir jetzt wieder neue Leichen kriegen. Wir brauchen auf jeden Fall den Schädel. Die werden dann wahrscheinlich alle wieder auf dem Scheiterhaufen enden. Naja, was willst du machen? Was will man machen? So, erstmal wieder pennen gehen. Was willst du tun? Gleich erstmal wieder ein bisschen beten, ein bisschen Geld für meine Kriegskasse besorgen. Ein schönes, warmes Süppchen. Dum, dum. So. Machen wir erstmal das Gebet fertig, dann haben wir das schon aus dem Latschen. Und dann kümmere ich mich mal gerade um die Alkoholdestillerie. Weil was wir haben, haben wir. Da gäbe es nichts zu mausern. So, Kombo-Gebet. Auf geht's! Lass knacken! Gebt mir euren Glauben! Ah, oder? Ah. Ich war ein bisschen zu früh. Jetzt aber. Oh. Das ist doch mal schön. Hör mit eurem Geld. Ah. Der Friedhof wird höher und die Einnahmen werden auch steigen. So. So. Naja. Indirekt wird der Friedhof gerade höher und besser. Ist gerade so ein bisschen Stillstand angesagt. Na gut. Tun wir gerade mal. Rein mit dem ganzen Glauben. So, was kann ich jetzt machen? Was kann ich tun? Was sollte ich tun? Alkoholdistillerie. Genau. Die wollte ich jetzt gebaut haben. So, wir brauchen 20 Stein, 8 komplexe Teile, 12 Balken. Okay. Dann machen wir das mal. 12 Balken. Jum, jum, jum. Acht komplexe Teile. Und was war da? 20 Stein oder wie war das? 20 Stein. Na, da muss ich wieder ein paar Steine klöppen. Aber ist egal. Das kriegen wir noch hin. Wir haben ja genug. Ich glaube, ich habe noch ein paar in der Tasche. Essenszeit, Essenszeit. Wir haben es ja. So. Wir haben so viele rote Punkte, ne? Habe ich nicht noch was, was nur rote Punkte kostet? Ich meine, da war was. Aber ich weiß nicht, ob das hier war. Rot und blau. Hm. Na. Theoretisch könnte ich bald Eisenguss machen. Das wäre auch nicht verkehrt. Aber jetzt noch nicht so dringend. Da fände ich es wichtiger, wenn ich Marmor mache. Aber das hier könnte ich eigentlich machen. Oder? Wartet mal. Wartet mal. Rote Punkte sind gut und wichtig, ja. Ja, komm, das kriegen wir hin, bis wir das Ding haben. Uns fehlen ja noch knapp 160 von den Dingern. Da steigern wir mal unsere Effizienz so ein bisschen. Scheiße, uns fehlt wirklich ein Stein.
oder? Nein, Mann, warum habe ich denn so ein Pech hier? Nochmal einen Stein bitte zerkloppen. Bitte und Dankeschön. Jetzt gilt es. Zack, zack. Machen wir das Ganze so. Und schon haben wir unseren Alkoholapparat voll am Laufen. Ah, ich habe kein Feuer. Stimmt, da war was. Da war ja was. Wieso bringt ihr mir keine Kohle? Ich brauche richtig viel Kohle. Ich glaube, mit 20 wirst du eine Weile leben können. Jetzt braue, wie du noch nie gebraut hast. Oh, ich leg mich gerade mal hin. Bis dato dürften dann eigentlich auch die anderen Sachen wieder gut sein, oder? Ich weiß es gerade nicht. Müsste ich mal gucken. So. Die Kürbisse sind auf jeden Fall wieder gut. Nein! Och, Kinders, jetzt habe ich mich verklickt. Haben wir denn noch silberne? Aber mit nicht. Dann bau dich wieder an, bitte. So. Weg damit. Rein damit. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Hauen wir hier mal die ganzen Steine rein. Ich muss auch noch mal gucken, dass ich die das Eisen komplett wegmache. Das stört mich. Oh. Heile rein damit. Dann gehen wir jetzt zuerst mal. Ich glaube, ich weiß, warum keine Kohle mehr hier ankommt. Weil die nicht weiter buddeln, die Säcke. Dauert noch ein bisschen. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass das kostet Zeit. Mehr oder weniger. Nein, ich will keinen Stein klopfen, ich will Eisen klopfen. Weg mit dir. Kleines Eisen, du. Wir brauchen dringend Kohle und du bist im Weg. Da, da, da. Oh. Jödele. Kommt wieder ein bisschen Eisen. Dann brauchen wir ganz dringend noch mal ein paar Holzscheite. Ich glaube, das waren 24. Ich weiß ja nicht, ob wir die Leichen gebrauchen können. Wir müssen da ja relativ viel entnehmen. Deshalb einfach mal sicherheitshalber ein paar mehr hergestellt. Man weiß ja nie, für wozu es gut ist. Kann ja mal ganz gut enden.